Gutes Trainingswetter schützt nicht vor Pressearbeit, auch nicht beim SC Magdeburg. In diesem Fall ist das auch nicht so schlimm, denn beim Landesverband des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gab es Erfreuliches zu berichten. Auf einer eigens dafür anberaumten Pressekonferenz verkündeten beide Vereine, dass sie ab jetzt zusammenarbeiten wollen. Eine auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnliche, aber dennoch nachvollziehbare Partnerschaft. Wir haben einfach Felder entdeckt, wo wir uns beide Organisationen sehr engagieren. Und das ist sowohl gute Lebensbedingungen für Menschen auch auf dem Lande zu finden, wo nicht eine Turnhalle an jedem Ort um die Ecke ist. Wir wollen Menschen, die für uns hier sehr wichtig werden, nämlich Zugewanderte, gut bei uns integrieren. Und wir haben auch was davon. Wir lernen von denen und sie bereichern unser Leben und natürlich auch, sie bereichern die Mannschaft des Sports, wie auch uns selbst. Und da haben wir einfach gute Felder gefunden, wo wir zusammenarbeiten können. Dass der SCM für Internationalität steht, versteht sich von selbst. Nicht umsonst sind derzeit gleich mehrere Spieler für ihre Nationen mit ihren Nationalteams bei den Olympischen Spielen unterwegs. Ein regionales Engagement im Jugendbereich ist für Manager Marc-Henrik Schmidt jedoch genauso selbstverständlich. Wir haben ja schon in den letzten Jahren viele gesellschaftliche Themen bearbeitet. Magdeburger Kind, SCM für Studierende. Und der Paritätische ist der größte Wohlfahrtsverband in Sachsen-Anhalt. Und wir wollen einfach ein paar Aktionen bündeln. Wollen mit unseren Spielern in die Fläche gehen, werden an 6 Standorten Kindertrainings machen, Diskussionsrunden zum Thema Disziplin, Ernährung und. Und wollen einfach damit ein Stück weit auch gesellschaftliches Engagement zeigen. Daneben werden wir noch ein paar Aktionen bewerben vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die werden am 17.8. Partner der Saisoneröffnung sein. Und ich glaube, dass wir uns als Marke in Sachsen-Anhalt einfach diesen Themen auch stellen müssen. Wir leben von der Region, also müssen wir auch gucken, dass wir uns hier engagieren und letztendlich gemeinsam mit unserem neuen Partner hier Dinge bearbeiten, die einfach in unserer Verpflichtung sind. Neben der angestrebten Kooperation der Vereine konnte auf der Pressekonferenz noch eine weitere frohe Botschaft verkündet werden. Linksaußen Matthias Musche hat seinen Vertrag vorzeitig um 2 Jahre bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Spieler und Verein tragen damit der gemeinsamen positiven Entwicklung Rechenschaft. Für Matze zählt aber auch die emotionale Bindung an Stadt und Verein. Ja, es ist meine Heimatstadt. Ich gehe seit ewigen Zeiten in die Halle und wollte immer dort spielen. Das darf ich jetzt. Ich habe meine Familie und Freunde hier. Und ich möchte den Weg, den der SCM eingeschlagen hat, mit dem Titel unter anderem im letzten Jahr auch weitergehen. Und möchte noch viel erreichen mit dem Verein und glaube, dass es auch möglich ist.